Folks, da ist wieder eure Katrin mit einem neuen Review für euch und darf ich vorstellen, euer Majestät, der King T-Rex von Rebor. Was für ein Prachtkerl, was für ein Brocken und schwer noch dazu. Allein schon seine Verpackung ist eine Wucht, also sehr, sehr edler schwarzer Karton, wo auch nochmal die Umrisse des Modells selber abgebildet sind. Und dazu das Skelett, das da noch abgebildet ist. Und das wäre dann nochmal die Rückseite der Verpackung mit weiteren Rebor-Modellen, die es so noch zu kaufen gibt. Die Liste hier ist natürlich unvollständig. Da fehlen noch so manche. Da fehlt der Compsognathus. Da fehlt natürlich Winston. Der ist natürlich neu. Dann die ganzen Babys, die es so gibt. Die Nester mit den Eiern. Und. Ganz rechts unten haben wir zum Beispiel das Modell des toten Triceratops mit dem glorreichen Namen The Fallen Queen. Auch dieses Modell dient dazu, den T-Rex besser abzustützen. Er steht bis jetzt nur auf so einem kleinen Felsen, wie hier angedeutet, hat da aber nicht so den sicheren Halt. Und ich denke, mit der Fallen Queen als Opfer, worauf er sich abstützen kann, steht er dann wesentlich sicherer. Dann in der Verpackung beiliegend gibt es immer noch mal so eine Infokarte. Die ist leider auch nur in Englisch, aber trotzdem macht gut was her, kann man gut daneben stellen. Ja, ich denke, die werde ich dir auch in der Folie lassen. Die werde ich nicht rausholen da. So ist er besser geschützt. So kann nichts passieren. Und dann kommen wir also auch zum Modell. Also er stützt sich da auf so einem Felsen ab, wie man sieht. Er hat eine unglaubliche Pose. Also das muss mit der Fallen Queen wirklich beeindruckend aussehen. Muss ordentlich was hermachen, wenn er die dann auch noch hat. Ich zeige es euch dann, sobald ich das Modell habe. Und ich muss dazu erwähnen, er braucht fast dieses Modell der Fallen Queen, um sich besser abstützen zu können. Denn der Halt auf diesem kleinen Felsensockel ist nicht wirklich gut. Also er neigt dazu zu kippen. Also bisher habe ich ihn noch nirgendwo aufgestellt gehabt, weil ich einfach zu viele Bedenken hatte, dass er kippt und ja, dann irgendwelche Teile abbrechen. Seine Schwachstelle ist eben dieser Sockel. Er neigt dazu, ziemlich schnell darunter zu rutschen und dann in diese Richtung zu kippen. Das ist wirklich eine, ja, ziemlich riskante Angelegenheit hier. Er steht nicht fest auf. Und dieser Fuß hier hat auch nicht genug Auflagefläche, um das Ganze gut zu stützen. Ich bin gespannt, wie es dann mit der Fallen Queen ist. Aber kommen wir jetzt zur Detailansicht. Da haben wir zunächst den Sockel, wo er sich drauf abstützt. Das ist so eine Art Felsen in grüner Farbe, wie mit Moos bewachsen. So sieht das Ganze aus. Hier liegt der Fuß dann auf. Ja, aber die Ablagefläche ist trotzdem zu klein, auch wenn hier hinten nochmal so ein Anhang dran ist. Er rutscht einfach runter. Man muss wirklich schauen, wie man ihn auf diesem Sockel hier positioniert, damit er eben da nicht runtergleitet. Aber alles in allem ist es doch eine recht unsichere Konstruktion. So sieht er dann nochmal von unten aus. Und halt von oben. Da haben wir schon mal den Kopf dieses Böslings. Der Unterkiefer lässt sich bewegen, lässt sich öffnen und schließen. Problem bei diesem Modell war, dass es beim ersten Öffnen unglaublich schwer war, das aufzukriegen. Ich denke, das ist so ein generelles Problem, was man bei jeder Figur erstmal hat, denn beim bronzefarbenen Winston hatte ich das auch schon, dass ich das Maul erst nicht öffnen ließ, sondern erst nach einer Weile mit viel Geduld und einem Hilfsmittel habe ich das von dem hier dann aufgekriegt. Ja, ich musste dann hier so zwischengehen, zwischen die Zähne, das war wirklich ziemlich schwierig und es sind ganz vorsichtig aufdrücken mit ganz viel Geduld, bis sich die Kiefer irgendwann öffneten und seitdem geht das eigentlich recht gut. Ach, ist er nicht herrlich. So sieht er doch also von vorne aus. Wirklich beeindruckend. Er ja, hat einen wirklich bösen Blick. Die Details sind ebenfalls enorm. Er zeigt sich hier in so einem sehr, sehr hellen Rostrot. Geht dann über in so ein schmutziges Weißgrau. Und ist hier dann nochmal mit Schwarz abgesetzt. Die Augen, die hier gelblich schimmern, schimmern in Wirklichkeit so leicht golden. Das hat mich auch ziemlich verblüfft und er hat hier eine schwarze Augenmaske. Dann haben wir hier nochmal die Unterseite des Kiefers. Auch das ist wirklich fantastisch gemacht mit diesem Unterkiefer hier, mit den Knochen, die da so durch die Haut ragen. Der Gaumen ist ebenfalls schön ausgearbeitet. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ist wirklich absolut fantastisch gemacht. Hat einen schönen glossy Look. Kommt in einem sehr dunklen, fleischigen Rot daher. Auch die Zunge sieht sehr speziell aus.
Absolut fantastisch. Dann haben wir hier nochmal den Kopf von oben. Auch hier zeigt sich eine wunderbare Silhouette und wirklich enorme Detailfülle. Man sieht hier verschiedene Schuppengrößen. Dann hier diese Augenhöcker, die er hier so hatte. Ja, wie das hier noch so verschuppt und verhornt ist. Wirklich fantastisch. Dann machen wir mal gleich mit dem Hals weiter. Ein sehr, sehr kräftiger Nacken, auf den sich hier so eine Reihe Osteoderme langzieht. Lauter kleine, feine, spitze Stachelchen. Hier wird nochmal ein sehr muskulöser Hals sichtbar. Ja, hier eine schöne Halswamme. Das ist dann der enorme Körper dieses Modells. Also die Details sind wirklich verblüffend, sagenhaft. Diese Adern hier noch, die sich hier so unter der Haut langstängeln. Unglaublich. Fantastisch. Also das ist wirklich meisterhaft. Sagenhaft. Dieses Modell kostet so um die 60 Euro ungefähr. Und gut, da kann man wohl schon ein bisschen was erwarten. Hier haben wir dann also mal die kleinen Ärmchen des Modells mit den beiden Fingern. Dann sieht man in dem Atemzug auch gleich diese sehr, sehr kräftige Brust von vorne und die fleischige Haut hier am Bauch. Haben wir dann nochmal die andere Seite des Körpers. Hier ziehen sich lauter so Hautfalten über den Oberarm. Und auch hier wieder schöne Adern, die sich hier so durchziehen. Wirklich fantastisch. Da haben wir dann den Oberschenkel, der sich hier so anzieht, weil er sich ja hier auf den Sockel abstützt. Das ist dann also der Fuß. Da kommt der Sockel so dazwischen. Zeigt sich auch eine schöne Beschuppung. Das ist dann der Fuß selber mit der Afterklaue. Wirklich genial. Was für ein Modell. Sagenhaft. Die Koloration ist spitzenmäßig. Die Strukturen der Haut ist spitzenmäßig. Einfach alles spitzenmäßig. Hier zeigen sich auch nochmal so ein feines Adergeflecht unter der Haut. Genial. Das ist wirklich toll. Unglaublich. Und der ist schwer, ne? So richtig schön schwer. Also ich habe keine Möglichkeit, den zu wiegen. Ich habe so eine kleine Waage nicht. Aber gutes halbes Kilo. Wenn ich sogar noch mehr, wird er haben. Wahnsinn. Oh, guckt euch das an. Diese lederne Struktur hier. Unglaublich. Das ist dann der Blick auf den Rücken. Hier wird ein schöner Beckenkamm sichtbar. Ein schöner Schultergürtel. Der Brustkorb ist herrlich definiert, die Wirbelsäule kommt hier schön durch. Fantastisch. Dann hier nochmal der Schwanz. Der wölbt sich hier auch so S-förmig. Ach, der ist einfach meisterhaft. Unglaublich. Schauen wir hier nochmal auf das Bein. Hier zeigt sich eine sehr muskulöse Struktur. Also die einzelnen Muskelstränge zeichnen sich hier unter der Haut ab. Dann der sehr kräftige Wadenmuskel. Hier nochmal eine schöne Beschuppung an den Füßen. Und hier sieht man schon, wie klein die Auflagefläche hier bei diesem Fuß ist. Kein Wunder, dass der dann kippt auf diesem kleinen Sockel. Aber an sich sagenhaft. Das Gelenk ist meisterhaft. Die Gestaltung der Füße ist Wahnsinn. Einfach brillant. Das ist dann nochmal die Unterseite dieses Tieres. Da wird auch eine sehr fleischige Haut an der Unterseite sichtbar. Mit krokodilähnlichen Strukturen hier. Scharfes Darmbein, das finde ich sehr, sehr schön. Hier müsste dann die Kloake irgendwo sitzen. Die ist nicht weiter ausgestaltet, wie es scheint. Ich konnte sie jetzt zumindest nicht entdecken. Die Schwanzunterseite auch sehr kräftig. Ein sehr kräftiger Muskel kommt hier durch. Und verjüngt sich dann nach hinten. So sieht er dann einmal komplett von oben aus. So einmal komplett von unten. Das wäre dann einmal von vorne. Und das ist er einmal komplett von hinten. Dieses Modell hier ist ca. 35 bis 36 cm lang und so ca. 17 cm hoch. Also ist wirklich schon ein stattlicher Brocken. Als Größenvergleich habe ich dann nochmal den Pabo Running T-Rex davor gestellt und man sieht schon, er überragt ihn bei weitem. Tja, ihr Lieben, das war es im Prinzip auch schon wieder zu Euer Majestät, dem King T-Rex von Rebore. Was für ein beeindruckendes Modell.
Ich bedanke mich bei euch, dass ihr auch heute wieder reingeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und Freude an diesem Review. Schaut nochmal in die Videobeschreibung, da findet ihr ihn, da findet ihr den Link zu diesem Modell, wo ihr den erwerben könnt, wenn ihr dann möchtet, wenn ihr den noch nicht in eurer Sammlung habt. Ich meine, 60 Euro sind nicht gerade ein schmaler Taler für so ein Modell, aber ich finde, der ist jeden Euro, jeden Cent wert, den der kostet. Man bekommt richtig viel Dino fürs Geld. Und ich klinke mich dann erstmal wieder aus, bereite schon die nächsten Reviews vor für euch und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Katrin.